Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Ixion. Wir sehen es, hier ist alles kaputt auf jeden Fall. Ich musste nochmal laden, also ich hatte jetzt zwei, drei Folgen aufgenommen, schon mal so ein bisschen im Voraus und habe festgestellt, es gab einen Bug, bei dem ich irgendein Ereignis mit Unfällen nicht abgeschlossen hatte. Scheinbar, ich vermute, hier gab es einen Unfall in dieser Halde und ich habe die dann abgerissen. Und es gab aber ein Ereignis, bei der ich diese Halde zwei Zyklen lang optimal im Betrieb halten sollte, habe die aber vorher abgerissen. Und da ist halt unendlich oft quasi dieses Ereignis aufgepoppt und ich habe jedes Mal 15% Vertrauen verloren. Und das hat dann natürlich immer instant zum Spielverlust geführt, ne? Also nicht nur einmal minus 15%, sondern für jedes Ereignis 15% Abzug. Und das, ja, ist dann halt, keine Ahnung wie oft, ich habe es halt so 15, 20 Mal gesehen irgendwie und dann, er war halt tot. Das war blöd. Deswegen musste ich hier nochmal laden, weiß also nicht genau, wo ich hier eigentlich stand. Also vom AC-technischen her, okay, wir sind hier noch im Trümmerfeld unterwegs. Okay, gut, 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 sehr schön. So, was wir langsam bauen müssen, aber erst wenn das Ding hier fertig ist, wäre ein Trümmerfeld. Und dann können wir hier aber langsam schon mal Bevölkerung rüberschaufeln, ne? Denn wir haben hier volle Nahrungsspeicher. Und werden dann hier einfach demnächst so ein Ding stilllegen, wenn es denn leer gemacht wurde. Nehmen die hier auf dem Rückweg gleich Nahrung mit? Ne, tun sie nicht, ne? Wie viele Bevölkerung haben wir denn hier? 150? Und ein so ein Teil stellt für 50 her, ne? So, ich würde hier gerne noch ein Kryozentrum bauen. Erstmal, wir müssen ja irgendwo eins bauen. Das kostet nochmal 15 Arbeitskräfte. Das wären 148. Und dann kann ich 10 zum Beispiel nach drüben transferieren. Da habe ich wahrscheinlich auch noch keine Häuser gebaut, ne? Nö, da habe ich noch gar keine Häuser gebaut. Okay, cool. Okay, dann fangen wir hier einfach mal an. Wir bauen kleine Halden hier. Hier gibt es irgendwie Nahrung. Hier gibt es Elektronik. Die Halde hier wird dann stillgelegt. Bei Gelegenheit. Und dann kann ich hier nämlich Schönhäuser bauen. Mehr oder minder schön. So, und ein Krankenhaus müsste ich hier halt auch bauen. Alles blöd. Ich meine, die sind jetzt schon alle komplett überarbeitet hier, denke ich. So, wir machen uns mal daran, dass wir hier möglichst viele Ressourcen irgendwie wegbasteln können. Damit der Sektor hier ein bisschen frei wird. Hier diese Straße brauchen wir auch nicht. Ach, da oben kommen wir noch nicht durch, aber gleich. Also, und da müssen wir uns nämlich langsam dran machen, Menschen aufzutauen. Na, vielleicht lasse ich die Halde auch einfach so da. Ja, ich glaube, ich lasse die einfach da.
Na, dann gibt es hier doch keine Nahrung, sondern die lasse ich erstmal leer und dann deaktiviert auch dementsprechend. Das Krankenhaus hier bauen wir dann doch einfach anders hin. Das müssen wir dann irgendwie wirklich so hochzubauen. Da muss ich mal gerade ein bisschen planen, wie weit ich hier bauen möchte. Genau, hier kommt dann auch so eine Querstraße reingezogen. Und dann werde ich die Krankenstation wahrscheinlich hier hinbauen. Genau, und dann benutzen wir die Infrastruktur einfach so. Ah, hier ist sie jetzt weg. Perfekt. So, und dann kommt hier nämlich in Wirklichkeit diese Querstraße hin. So machen wir das. Wunderbar. Passt. Achso, dieses Zentrum für alternatives Leben, ne? Das wäre, glaube ich, ein Gebäude mit einer Breite von 4 irgendwie. Naja, wir gucken mal. Wir gucken mal. So, wo ist das Krankenhaus da? Es ist. Du bekommst eine hohe Baupriorität. Dankeschön. Habe ich hier schon so ein... Ah ja, die betreibe ich schon. Okay, cool. Dann transferieren wir einfach von hier drüben. Wie viele brauchen wir denn? 15 für so ein Krankenhaus? 5 arbeiten da nur. Okay, dann transferieren wir nochmal 10 Menschen. Natürlich nur Arbeitskräfte. So, da haben wir so ein Ding gebaut. Hier kommen jetzt tiefgefrorene Menschen rein. Muss natürlich alles erstmal umgebaut werden, irgendwie ein bisschen. So, wie sieht es denn hier aus? Ja, das passt eigentlich so, ne? Vielleicht sollte ich tiefgefrorene Menschen auch zu einer hohen Priorität machen. Zumindest für eine Zeit, bis wir da ein paar haben. Population transfer complete. Sehr schön, danke. So, da kommen schon die ersten tiefgefrorenen Menschen an. Wie viele Arbeitskräfte haben wir jetzt hier? 15, okay, das ist super. Das bedeutet nämlich, ups, wir können hier noch eine weitere Farm betreiben. Die können wir dann nämlich direkt aktivieren, natürlich, nicht deaktivieren. So, können da oben noch eine hinbauen. Die bekommt dann erstmal keinen Strom zugewiesen. So, das Zeug hier. Sammeln wir alles ein. Dann haben wir hier im Sektor nämlich noch ein bisschen Reserven an Baumaterial. Oh, sehr gut. Was habt ihr gefunden? Wie weit sind wir hier? Erste Bilder zeigen eine riesige beschädigte Struktur, umgeben von Bögen, die sich von ihrer Mittelachse gelöst haben. Diese Bögen weisen extreme Verfallsanzeichen auf. Das Gebäude weist Sprengstoffreste, Aufprallspuren und Rückstände von unbekannten Waffenfeuer auf. Nach der Erkundung einiger noch zugänglicher Bereiche fand das Team der Foucault einige verwertbare Ressourcen nahe eines zerstörten Versammlungsbereichs. Eine weitere Analyse ist möglich, aber zeitintensiv. Machen wir natürlich trotzdem. Das Team der Foucault erkundet den zerstörten Versammlungsbereich. Ja, bitte gerne.
Und dann können wir da vielleicht ein paar Wissenschaftspunkte einsammeln, die wir bestimmt brauchen, um Batterien oder das Zentrum für alternatives Leben zu erforschen. Das könnte beides ganz schön wichtig sein. So, wir beginnen jetzt damit, Menschen aufzutauen. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Gebäude bauen. Wie sieht es denn aus hier mit 210? Das sind nochmal 60. Ein bisschen mehr brauchen wir schon. Achso, ja, wir schicken ja auch noch die Farm weg. Vielleicht brauchen wir in Wirklichkeit gar nicht mehr. Ich glaube, ich würde die ganze Nahrungsmittelproduktion dann hier rüber verlegen. So wie es ja auch geplant ist. Ein Vorfall in Sektor 1 führte zur Abschaltung von Heidekleid. Drei Besatzungsmitglieder wurden verletzt. Ein Besatzungsmitglied kam ums Leben. Oh. Okay, wir haben jetzt mehr Arbeit hier. Wir müssen Leute auftauen. So, genau, dieses Ereignis hatte ich nur im anderen Sektor und da habe ich die Heide abgerissen zwischendurch. Folgendem Gebäude kam es zu einem Notfall. Heide Klein. Stanford Nihil Klein Projektion zeigen, dass schlechte Arbeitsbedingungen und Stromüberlastungen zu Unfällen führen können. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass in größeren Gebäuden die Wahrscheinlichkeit schwerer Unfälle größer ist. Okay, gut. Genau, garantiere die Reparatur des Gebäudes Heide Klein in 10 Zyklen und halte es 2 Zyklen lang optimal in Betrieb. Okay, das machen wir. So, hier drüben. Ach Quatsch, Stahlwerk. Hier, die Meerraffinerie. Die kommt hier hin. Wir werden das Ganze aber noch pausieren. So, Arbeitsplatzsicherheit, okay. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass es gebackt hat, ne? Weil die Halde, auf der das war, die hatte ich dann abgerissen. Ja, das war die hier drüben. Da dachte ich, mehr brauche ich vielleicht nicht. Aber brauche ich vielleicht doch noch. Ja, weiß ich. Dankeschön. Ah, okay. Und jetzt sind hier Menschen im Krankenhaus. Ja. Und ich habe noch mehr Arbeitskräfte zu wenig. Aber wisst ihr was? Machen wir einfach so. Hätte ich vielleicht erst am Ende des Produktionszyklus machen sollen, ne? Egal. So, das Ereignis ist jetzt abgeschlossen auf jeden Fall. So, unsere Rumpfintegrität steigt auch langsam wieder. Das ist auch wichtig. Na, schauen wir uns das doch mal an. Nach einer Untersuchung kam das Team der Foucault zu dem Schluss, dass der Ort vor der Zerstörung evakuiert wurde. Die Ausrüstung und Uniform mit diversen Insignien deuten darauf hin, dass diese Einrichtung der UNO gehörte. Seltsamerweise wurden einige einbalsamierte Leichen in einem abgelegenen Bereich gefunden. Das Team konnte weder Ursache noch Ergebnis des Konflikts ermitteln, jedoch einige nützliche Ressourcen bergen, die nun zum Abtransport bereitstellen. Sehr schön. So, dann ist das Trümmerfeld fertig, bis auf diese Forschungspunkte hier.
die wir natürlich noch haben wollen. Ach, ich könnte auch mal eine Sonde losschicken einfach, ne? Toll. Das habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Was haben wir denn eigentlich schon alles aufgedeckt? Warte mal, Sonnenstart abbrechen bitte. Scannern sich verlassen, danke. Oh, da könnten wir auch mal hin. So, ach, hier oben ist die Outer Hope auf jeden Fall. Können wir auch mal hinfliegen bei Gelegenheit. Vielleicht sollte ich erstmal zu diesem Bergbaudings auf der Venus. Weil wir natürlich Ressourcen ganz gut noch gebrauchen können. Ach, hier unten ist auch noch so ein Ding. Wie viel Nahrung brauche ich eigentlich im Moment? Wie viele... Ja, wir müssen hier noch zwei bauen, ne? Dann können wir hier auf jeden Fall alles stilllegen. Und dann können wir auch vom Export, ne? Von hier nach da drüben und so weiter. So, das Ding hier werde ich... auch gleich stilllegen, denke ich. Und dann kann ich hier die anderen nochmal laufen lassen, bis die einmal Nahrung produziert haben. Und dann kann ich da drüben Arbeiter transferieren und in Sektor 2 noch eine Insektenfarm aktivieren. So, das hier lassen wir auch noch durchlaufen. Ja, sofort. Bin gerade schwer beschäftigt. So. Ihr habt alles eingesammelt. Dann fliegt man zur Venus hoch. Wir fliegen hier ein bisschen kreuz und quer heute. So, das hier ist egal, glaube ich. Das ist noch nicht so weit fortgeschritten, die Produktion. So. Da haben wir das hier. Ah, nein, wartet. Moment. Ja. Das war ein bisschen früh. Aber hier habe ich jetzt Arbeiter übrig. Wie viele habe ich übrig? Auf jeden Fall mehr als 10. Also transferiere ich gleich mal 10 rüber. Haben wir hier auch noch irgendwie 2? Okay. Wie viel sind das in Wirklichkeit? 15. Na, da könnte ich doch für 2 Insektenfarmen eigentlich gleich rüber transferieren, ne? Wenn ich irgendwie sage, ja, ich transferiere die alle 15. Das ist doch super. So, und sind wir hier schon so weit? Noch nicht ganz, ne? Das Zeug hier muss noch weg. Ja, und dann basteln wir uns einfach so lange Menschen. Population transfer complete. Ah, okay. Sehr schön. Dann basteln wir uns so lange Menschen, bis wir Sektor 3 aktivieren können. Was habt ihr entdeckt? Wohin habe ich euch denn geschossen? Ach, hier oben nach Outer Hope.
So, dann gucken wir mal, was wir hier noch finden. Ah, hier gibt es irgendwo was. Da ist voll viele Ressourcen. Hier. So, und in dem nächsten Sektor würde ich dann nämlich super gerne auch noch eine Andockbucht und sowas und eine Außenbordschleuse errichten. Das wäre, glaube ich, relativ wichtig. Ach, das Problem ist, ich brauche natürlich auch Arbeiter, die hier im Krankenhaus arbeiten, ne? Mhm. Oh, das ging schnell. So, erzähl mir was über die Venus. Die Daten der Sonde deuten auf Bergbau und Industrieanlagen unter der Oberfläche der Venus hin. Zusammenfassung der Informationen über die Morbihan-Station. Laut unseres Erkundungsteams besteht die unterirdische Anlage aus alter Bergbauinfrastruktur und einem großen Fließband. Die Einrichtung wurde geplündert, doch das Fließband scheint funktionsfähig. In der Nähe wurden zahlreiche einbalsamierte Leichen entdeckt. Das Fließband wurde offenbar für die Herstellung von Solarsegeln verwendet. Unsere Ingenieure denken, dass mit etwas Arbeit wieder in Betrieb genommen werden könnte. Demontiere das Fließband, um die Ressourcen einzusammeln, oder wir erneuern das. Dann bekommen wir, was bekommen wir dann? Polymere, wenn damit Solarsegel gebaut wurden? Ja, vielleicht bekommen wir auch irgendwas Sinnvolles. Wir gucken mal. Wir schicken die Eldrimnir einfach zur Venus. Und ihr bleibt jetzt da, oder? Ja, immer eigenes. Okay. So, taut mal schnell Leute auf. Ach, und dann müssen wir hier wahrscheinlich auch neue Häuser bauen, damit wir die alle unterkriegen. Wie lästig. So, das sind nochmal für 75 Menschen Häuser, die ja gebaut werden können. Wie sieht es hier aus mit dem Wohnungsbau? Ganz okay. Die Ressourcen werden zumindest schon mal an die richtigen Orte gebracht. Unsere Sonde ist schon wieder fertig. Kriege ich da das Eis mit eingefangen? Nee, es ist dicht dran, aber ich glaube nicht. So, taut schneller auf. Ah, hier drüben. Wunderbar. Können wir nämlich neue Insektenfarmen bauen. Haben wir hier noch 80 rumzuliegen? Nicht ganz, ne? Das heißt, wir müssen da importieren. Wenn wir das alles bauen wollen. Obdachlos, in Sektor 2 immer noch 50. Und ich baue nur 3 zusätzliche Häuser. Das ist dann wohl ein bisschen wenig, ne?
Also, die werden alle vor den Insektenfarmen gebaut. Habe ich den Stahlexport eigentlich schon eingerichtet? Ne, wir exportieren Legierungen in alle Sektoren. Behalten hier vielleicht 10 zurück. In Sektor 2 wird das importieren. So lange, bis sie voll sind. Ja, wir sagen Hälfte. Ach, aber das so zu machen ist halt auch blöd, ne? Also 50 sagen wir einfach, nehmen wir. Und dann müssen wir irgendwann anfangen, Nahrung zurück zu exportieren. Wahrscheinlich sogar relativ bald. So, ich brauche eine Nahrung für 10 Arbeitskräfte. Ja, okay, dann dürft ihr hier 10 behalten erstmal. Ach, wir sagen, behaltet gleich 15. So, Sektor 2. Nahrung exportieren. Ihr dürft 20 behalten, der Rest geht raus. Sektor 1 importiert Nahrung. Wie viel brauchten ihr? Ich habe keine Ahnung, wie viel die gerade brauchen in Sektor 1. Das ist ja nicht nur Arbeitskräfte, die ich versorgen muss, ne, sondern die gesamte Bevölkerung. Ah, hier. 16 würden die eigentlich brauchen, nur. Ja, da sieht man es auch. Dann erlauben wir den einfach 20 zu lagern. Und ihr dürft auch 20 erstmal behalten, schon auf die Zukunft ausgerichtet. Dann wird das hoffentlich passen. So, ist das Krankenhaus fertig? Ja, Krankenhaus ist fertig. 4 Arbeitskräfte wären noch übrig. So, da ist schon wieder eine Sonde fertig. Das geht ja heute schnell. So, ich gucke erstmal nur nach interessanten Orten. Hier haben wir irgendwo was. Ah, das ist deutlich weiter links. Na, ich dachte, ich würde vielleicht das Eis mit reinkriegen, aber nee, tue ich nicht. Irgendwo ganz da außen ist das. Na gut. So, der Legierungstransport läuft erstmal. Wunderbar. So, wenn die hier 10 Arbeitskräfte zu viel haben, ne, dann wäre ich hier. Ach so, darüber transportieren brauche ich noch nicht. Die müssen erstmal Wohnungen bauen. Noch haben wir genug Legierungen. Ja, wahrscheinlich nicht mehr lange.
So, genug Nahrung haben wir auf jeden Fall noch. Das ist schon mal sehr gut. So, hier gibt es Polymere, noch ein paar Feinfrostmenschen. So, 10 transferiere ich jetzt einfach von Sektor 1 in Sektor 2. Denn die Häuser hier scheinen ja gleich fertig zu sein. Oh, sehr gut. Was haben wir bekommen? 25 Menschen. Die Ausbesserung des Fließbandes ist abgeschlossen. Die Maschinen gehörten der UNO und sind fortschrittlicher als unsere Systeme. Die Anlage unterstützt volle Automatisierung, was es uns ermöglicht hat, eine Reihe von Materialien für den Abtransport vorzubereiten. Bei den Ausbesserungsarbeiten entdeckte ein Ingenieur Inschriften von Ulixis, dem Administrator der Neptun-Hyperlux-Station Tiaki. Er bedauert das Schicksal der Bewohner der Station und gibt an, die Anlage zur Reparatur eigener Schiffsteile genutzt zu haben, um das Hauptquartier des Schwarzmarkt-Kollektivs zu erreichen. Aha. Ulixis. So, dann darf die Foucault zum Mars fliegen? Ne, wir fliegen erstmal. Ach, die müssen erstmal einsammeln. Wie viele Forschungspunkte haben wir denn? Oh, 32. Dann das Zentrum für alternatives Leben zuerst. Denkmäler, ja. Irgendwas müssen wir hier noch freischalten. Mal gucken. Das scheint irgendwas Story-gebundenes zu sein. Die Denkmäler waren auch Story-gebunden scheinbar. So, hier transferieren wir schon Arbeitskräfte hin. Hier werden neue erweckt. Ja, die Strukturen können wir dann abreißen irgendwann. Wenn die hier stehen. Und dann müssen wir jetzt wahrscheinlich langsam das Stahlwerk in Betrieb nehmen. Das hier. Dafür brauchen wir 30 Arbeitskräfte. Die müssen wir jetzt also erstmal ein bisschen sammeln. Das wird die nächste Aufgabe. Allerdings nicht mehr heute. Für heute soll es das gewesen sein, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.